ich doch gesagt. Birdie für alle. Geht doch. Ja, nicht ganz, ne? Und? Ist alles vorbereitet? Alles vorbereitet. So, fange ich schon mal an. Ist was? Ich glaube, das ist mein Bein. Ah ja? Sicher? Okay, Birdie. Du bist dran. Ist was? Also mir ist egal. Es macht in dem Fall ja keinen Unterschied, oder? Ich muss jetzt also nach Haus. Wieso das denn jetzt schon wieder? Ihr dürft jetzt ohne mich weiterspielen, das ist doch kein Problem, oder? Kreisleitner, haben wir schon was? Wir haben erst angefangen, aber so eine Pistole ist halt schnell irgendwo versteckt. Die Irene Kaltenschläger war Inhaberin von der Dorfanatex. Habt ihr das gewusst? Ist das nicht die Wintersportbekleidung? Ja, genau. Zentrale ist in Kufstein. Und? Ist er schon vernehmungsfähig? Er ist ziemlich fertig. Guten Tag, Herr Kaltenschläger. Kofler, mein Name. Soko Kitzbüß, mein Kollege, der Herr Reuter. Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Bitte. Wann genau haben Sie Ihre Frau gefunden? Um eins. Vielleicht 10 Minuten später. Ich weiß nicht. Ich habe doch sofort angerufen. Haben Sie am Tatort irgendetwas verändert? Einbrecher? Wir gehen nicht davon aus, dass es ein Einbrecher war. Warum? Weil überhaupt nichts darauf hindeutet. Keine Spur. Viel wahrscheinlicher ist es, dass Ihre Frau den Täter selbst hereingelassen hat. Das wiederum würde bedeuten, dass sie ihn gekannt hat. Und wer soll das gewesen sein? Besitzen Sie eine Waffe? Oder Ihre Frau? Nein. Was ist mit Ihrem Alibi? Ich war im Golfclub. Irene, sie hat mitten im Spiel abgebrochen, ist nach Hause gefahren, weil sie noch irgendwas erledigen wollte. Das hat sie öfter plötzlich, wenn ihr was einfällt. Ich habe die Runde fertig gespielt. Im Club wird Ihnen das sicher bestätigt werden. Ich werde das gleich einmal nachfragen. Machen Sie das. Ihre Frau ist die Inhaberin von der Tofanatex.
Sind Sie auch dort beschäftigt? Nein. Ich habe meine eigene Firma. Ich handle mit Booten. Hauptsächlich Motorjachten. Mein Falcone und Rimini. Passt, in Ordnung. Dankeschön. Wiederhören. Habt ihr die Tatwaffe schon? Dürfte eine Pistole gewesen sein. Kaliber 7,65 vielleicht. Der Schütze ist weniger als einen Meter entfernt gewesen, hat sie direkt ins Herz getroffen. Wie lange ist sie tot? Nur nicht lang. 2-3 Stunden vielleicht. Hallo? Ja? Ja. Darf ich wissen, mit wem ich spreche? Mein Name ist Joe Becker von Becker Consulting. Und wir sind... Was? Ja, ja, verstehe. Irene Kaltenschläger war meine Klientin. Ich bin Privatdetektiv. Ja, das ist nicht so einfach. Nur das kann ich Ihnen erklären. Und wann war das? Gut, dann komme ich zu Ihnen. Vielen Dank. Wiederhören. Unser Mordopfer hat einen Detektiv engagiert gehabt. Wegen einer Mitarbeiterfeier bei Tofanatex, nach der 5 Leute mit einer Lebensmittelvergiftung ins Spital gekommen sind. Ach so? Der Detektiv heißt Becker. Für die Irene Kaltenschläger war damals die Schuldfrage ziemlich klar. Sie konnte es noch nicht beweisen. Deswegen der private Ermittlungsauftrag. Ja, und er hat auch gemeint, dass sie damit wohl ein paar schlafende Hunde geweckt hat. Was für ein Ermittlungsauftrag? Gegen das Catering-Unternehmen Lanz. Lanz Fleischwaren. Die kenne ich, ja. Was ist mit dem Detektiv? Der wartet in seinem Büro, Kirchengasse 2. Ihre Nachricht hat mich ja ganz schön umgehauen. Irene Kaltenschläger war eine sehr zielstrebige Person. So habe ich sie jedenfalls kennengelernt. Wie lange ist das her mit dem Auftrag? Ein halbes Jahr. Insgesamt hat mich diese Fleischgeschichte bestimmt 4 Monate gekostet. Aber hat sich gelohnt. Es war schon einiges. Es gibt also Unterlagen? Ja. Aber ich habe das gesamte Material Frau Kaltenschläger übermittelt, wie abgemacht. Also alle Recherchen, die Berichte von den Observierungen etc. Na wunderbar. Dann können Sie uns ja helfen, diese zu finden. Was hatte die Frau Kaltenschläger denn eigentlich vor mit ihrem Material? Keine Ahnung. Also erst war gar nichts und dann vor 2 Tagen rief sie mich auf einmal an und wollte mich bei einem Treffen dabei haben. Aber ich hatte schon andere Termine. Treffen mit wem? Besitzen Sie eine Waffe, Herr Becker? Auf die Frage habe ich gewartet. Ich besitze eine 44er Magnum. Ich trage die nicht mit mir rum. Das ist mehr so ein Sammlerstück. Und? Das tut mir leid, aber das hier ist bei weitem nicht vollständig. Da fehlt bestimmt die Hälfte. Filme von den Fleischlieferungen. Lieferungen mitten in der Nacht, verstehen Sie? Und die Sache mit den Kühlaggregaten, die waren letztes Jahr tagelang defekt. Und das nicht nur einmal. Sie haben keine Kopien zurückbehalten? Praktisch nichts. Ich könnte höchstens Teile davon rekonstruieren. Schau mal, was ich gefunden habe. Es nimmt Geld von der anderen Seite. Wer könnte es sein? Das könnte Dr. Zimmer gemeint sein. Ist der amtliche Veterinär. Der ist für alles, was mit Schlachterei zu tun hat, zuständig. Guter Freund von Kurt Lanz übrigens. Das ist der Chef von Lanz Fleischwaren. Ja. Der Schmiergeldverdacht, der lag da schon ziemlich nahe, aber schwierig, sowas nachzuweisen. Hast du einen Moment? Was ist mit seinem Alibi? Er hat keins. Er sagt, er war im Büro. Gut. Ich rede zuerst einmal mit dem Herrn Lanz. Ich fahre mit dem Kreuzleiter nach. Machst du da weiter? Sag einmal, wer erbt das alles? Die Firma und den ganzen Rest? Ja, wahrscheinlich. Also, die Tofanatex auf jeden Fall. Das sind die restlichen Handydaten von der Frau Kaltenschläger. Allerdings betreffen die nur ihre Firma.
Hauptsächlich Italien, Deutschland, auch Japan. Japan? Ja, aber das hilft uns nicht weiter. Da ist schon interessanter, was wir von der Lebensmittelaufsicht gehört haben. Die haben einen Brief gekriegt von der Frau Kaltenschläger. Da hat sie eine Sachverhaltsdarstellung angekündigt bezüglich verschiedener schwerer Vergehen bei der Lanz GmbH. Das ist ja interessant. Aber warum hat sie eine Gleieranzeige gemacht? Soweit ich das verstanden habe, wollte sie dort persönlich aufkreuzen. Ich verstehe Sie, aber tut mir leid, Frau Kommissar. Die Frau Kaltenschläger, die kenne ich nur flüchtig von der Wirtschaftskammer. Tragisch sowas. Unfassbar. Aber persönlich hat sie nie ein Buffet bei mir bestellt. Das macht die Tofana Tex immer über das Sekretariat. Was ist mit dem Joe Becker? Da kann ich nichts dazu sagen. Obwohl, da war doch so ein Kerl vor ein paar Monaten, der hat sich wichtig gemacht bei meinen Mitarbeitern. Das könnte Ihr Herr Becker sein. Aber der war nicht sehr vertrauenswürdig, den habe ich gleich rausschmeißen lassen. In den nächsten 10 Minuten keine Anruf, ja? Danke. Bitte. Es gibt da einen Brief, Herr Lanz, von der Frau Kaltenschläger an die Lebensmittelaufsicht. Darin ist von gravierenden Gesetzesverstößen die Rede. Vor allem, was die hygienischen Zustände in Ihrer Firma betrifft. Mhm. Und was konkret? Das konkrete Schreiben liegt uns leider noch nicht vor. Dann kann ich Ihnen leider auch dazu nichts sagen. Nur so viel. Ich leite diesen Betrieb in der 3. Generation und da hat es nie etwas gegeben. Und seit unserem EU-Beitritt sind die Kontrollen sogar noch verschärft worden. Aber wenn Sie wollen, der zuständige Veterinär ist im Haus. Dr. Simmer, der soll Ihnen das erklären. Nur keine Umstände, den finden wir schon. Meine Sekretärin bringt sie hin. Eine Frage noch, wo waren Sie denn heute am Vormittag? Ich war auf meiner Jagdhütte. Ich habe dort übernachtet, bin erst gegen Mittag in den Betrieb. Und dafür gibt's Zeugen? Nein. Aber wenn Sie mich einmal finden wollen, dann müssen Sie mich dort suchen. Und als leidenschaftlicher Jäger bin ich auch Waffenbesitzer, falls das die nächste Frage sein soll. Haben Sie vielleicht auch eine Pistole in Ihrer Sammlung? Nein. Da hinten ist er. Danke. Gerne. Wiederschauen. Wiederschauen. Becker? Nein. Kenne ich nicht. Genauso wenig wie diese Frau, diese. Irene Kaltenschläger. Kaltenschläger. Becker. Tut mir leid. Wissen Sie, ich treffe so viele Leute, wenn ich mir da jeden Namen merken müsste. Versuchen Sie es wenigstens. Was glauben Sie, was ich gerade tue? Aber ich habe ja noch eine Arbeit und die macht sich nicht von selbst. Sind wir ja schon 3. Aber wenn Sie unsere Fragen jetzt nicht beantworten wollen, können Sie uns gerne aufs Kommissariat begleiten. Na schön. Dann stelle ich hier ein für alle Mal fest, dass mir die 2 von Ihnen genannten Personen nicht bekannt sind. Klar genug? Trotzdem. Das Mordopfer Irene Kaltenschläger 2 Tage vor ihrem Tod einen Brief an die Lebensmittelaufsicht geschickt. Firma Lanz betreffend. Anscheinend ist die Kühlung letztes Jahr ein paar Mal ausgefallen. So ein Blödsinn. Wenn das passiert wäre, hätte ich davon erfahren. Das sage ich Ihnen. Und dann hätte ich das auch weitergeleitet. Natürlich. Der Herr Lanz, der ist doch ein guter Freund von Ihnen. Nicht wahr? Und? Wir kennen uns eben schon lang. Schauen Sie, ich bin Beamter. Und ich nehme meine Pflichten ernst. Genau wie Sie, hoffe ich. Also, Herr Dr. Simmer, wenn Sie fragen darf, wo waren Sie heute am Vormittag zwischen 10 und 12? In meiner Praxis, daheim. Irgendwann um diese Zeit habe ich noch meinen Hund Gassi geführt, falls Sie den auch fragen wollen. Gut, danke einstweilen. Sie hören von uns. Wiedersehen, Herr Doktor. Ja, Wiederschauen. Zuerst einmal möchte ich wissen. Zuerst einmal, lieber Freund, gehst du wieder raus und wenn du wieder reinkommst, dann machst du die Tür zu wie ein ganz normaler Mensch. Hast du mich? Nur da? Ich hab gedacht, du bist längst wieder beim Kaltenschläger. Hab ich ja vorgehabt. Aber das Protokoll, du weißt eh. Dann fahren wir morgen gemeinsam hin. Ich wollte mir den Kaltenschläger eh nochmal anhören.
Fesch? Falsche Jahreszeit. Ja, ich weiß. Ich war bei der Tofana-Tex. Und die haben so einen kleinen, aber feinen Outlet-Store. War nicht teuer. Ich habe mir die Geschichte von der Lebensmittelvergiftung erzählen lassen. Nichts Neues. Siehst, ich war im Schlachthof. Ah, ich hoffe, wir stören nicht. Ich habe dir nur was zum Essen mitgebracht. Vater, das ist wirklich lieb von dir, aber ich kann jetzt nichts essen. Also, Moment, korrigier mich. Aber hast du nicht heute in der Früh gesagt, du kriegst nie was Gescheites? Und jetzt? Ich übernehme. Ich habe ihren Hunger. Bitte. Gräfin? Sagen Sie, was hat eigentlich der Kurt Lanz mit Mord zu tun? Woher wissen Sie denn das? Vom Markt. Da erzählt man sich so allerlei. Vom Markt, so so. Und was erzählt man sich da? Gibt's ein paar interessante Gerüchte? Ich habe früher von ihm die Spanferkeln bezogen, aber irgendwann hat dann die Qualität nicht mehr gestimmt. Gab's da nicht auch diesen tödlichen Vergiftungsfall? Ja, das ist ewig her. Es hat aber sein Freund Tassima das unter den Teppich gekehrt. Was, den kennt sie auch? Mhm. Und wie schaut's aus mit dem Peter Kaltenschläger? Na ja, vom Sehen. Charmanter Mann, muss ich schon sagen. Und der handelt mit Motorjachten. Meines Erachtens hat er sogar schon Flüge ins Weltall verkauft. Also, der Peter Kaltenschläger, das würde mich ja wundern, was der schon alles gemacht hat. Flüge ins Weltall, wo man die buchen kann, in meinem Reisebüro nicht. Aber jemand anderen sollten wir dringend ins Auge fassen. Das meine ich auch. Und wann? Morgen? Es wäre eine Möglichkeit. Mein Jahresumsatz? Das kann ich Ihnen aus dem Stand jetzt so nicht beantworten. Da wüssten meine italienischen Geschäftspartner mehr zu sagen. Ja, nur so über den Daumen. Das tut mir leid, das weiß ich nicht. Also die Geschäfte laufen schlechter. Derzeit müssen ja alle den Gürtel enger schnallen. Was mich noch interessieren wird, wie war das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrer Frau? Irene und ich hatten eine sehr gute, entspannte Ehe. Sicherlich gab es in bestimmten Punkten Missverständnisse und Meinungsverschiedenheiten, aber das ist doch wohl normal. Kein gröberes Zerwürfnis? Nein. Sehen Sie, wir müssen Sie das fragen, weil Sie der Alleinerbe sind. Ihr Rechtsanwalt hat uns das bestätigt. Und das macht mich irgendwie verdächtig. Schon, ja. Sie erben die Tofana-Tex, eine gut gehende Marke. Das Haus, Wertpapiere und so weiter und so weiter. Sie entschuldigen mich einen Moment. Hallo, Karin. Grüß, Leitner, was gibt's? Sag, du hast doch den Herrn Becker zu uns bestellt auf 11, oder? Ja. Na, weil mir der gerade angerufen hat, dass es ihm leider nicht passt. Vor 1 würde er es nicht schaffen, sagt er. Also richt bitte dem Herrn Privatdetektiv aus, dass mir das wurscht ist, ob ihm das passt oder nicht. Wir brauchen seine Aussage. Und wenn er nicht pünktlich erscheint, dann kommen wir ihn abholen, ja? Ja, wenn die Frau Kofler wünscht, dass ich jetzt sofort komme, dann kann ich auch sofort kommen. Kein Problem. Okay, wiederhören. Scheiß Handy!
Also, Herr Becker, haben Sie gesehen, wer es gewesen ist? Können Sie uns den Unfallhergang genau beschreiben? Das ging alles so schnell. Sie können uns also nicht sagen, wer Sie von der Straße gedrängt hat. Wie denn? Am Kennzeichen zum Beispiel. War es ein hiesiges Nummernschild? Ich hatte keine Zeit. Ich habe versucht, den Wagen zu kontrollieren. Können Sie sich vorstellen, wie sowas ist? Herr Becker, am besten, Sie lassen sich noch einmal genauer anschauen. Hm? Ja, verstanden. Und so Gedanken inzwischen. Nix, leider. Die Sekretärin von Kurt Lanz sagt, er ist mit einem neuen Geschäftspartner jagen gegangen. Der Dr. Simmer ist nicht auffindbar. Der Praxis ist er nicht. Unser Handy ist auch tot. Also langsam kriege ich wirklich das Gefühl, die Herrschaften tanzen uns ein bisschen auf der Nase herum. Okay, dann machen wir mal richtig Druck. Hm? Heute keine Ordination, wird schon. Oder ist es sehr dringend? Das kann man wohl sagen. Kräuter, Soko Kitzbühel. Gefahr im Verzug. Aber Tiere. Schön, dass Sie es noch geschafft haben, Herr Lanz. Ja, momentan ist ziemlich viel los in meinem Betrieb. Aber ich schaffe es immer wieder, ein bisschen Zeit freizuschaffen. Besonders für einen neuen, alten Geschäftsfreund. Also, Herr Kofler, für einen Jäger hätte ich Sie wirklich nicht gehalten. Ja, ich mich eigentlich auch nicht, aber irgendwie in der letzten Zeit habe ich so... Die Natur, die Ruhe beim Ansitzen, ich verstehe. Man hat ja dann auch die Muse, um über Geschäfte nachzudenken. Ja, ja, ganz genau. So, da sind wir. Ich habe ja gesagt, es ist nicht so weit. Bitte. Nein, keine Angst, der ist sicher. Ja, das ist es nicht. Ich müsste mich mal zurückziehen. Ich wollte es Ihnen nur ganz kurz zeigen. Ich fürchte, es ist dringend. Ach so, ja. Finden Sie denn allein zu Hütten zurück oder soll ich mit? Auf gar keinen Fall. Ich schaffe das schon. Hm? Ah, Frauen, wenn man sie braucht, dann lassen Sie einen im Stich. Wem sagen Sie das? Was soll denn das? Wir bringen alles durcheinander. Hey, immer mit der Ruhe, Herr Doktor. Sie bekommen für alles eine Quittung. Vielleicht können Sie mir in der Zwischenzeit sagen, wo Sie heute Vormittag waren. Ich habe Schafe geimpft. Beim Buchberger. Gut, können Sie mir die Telefonnummer und Adresse aufschreiben, bitte? Ich werde mich beschweren. Darauf können Sie sich verlassen. Was soll das? Vielen Dank. Quasi. Es gibt neue Entwicklungen. Auf den Herrn Becker ist heute Vormittag ein Anschlag verübt worden. Auf der B178. Und er war zufälligerweise auf dem Weg zu uns, um eine Aussage zu machen. Ich kenne diesen Mann nicht. Das habe ich Ihnen schon gesagt. Schon klar. Aber wenn Sie gelogen haben, dann haben Sie ein schönes Motiv. Das geht jetzt aber wirklich zu weit, finden Sie nicht? Fakt ist, dass leider auch Sie zu unseren Verdächtigen gehören. Sowohl für den Mord als auch für den Anschlag von heute Morgen. Der Herr Becker ist von der Straße abgedrängt worden. Er hat Glück gehabt. Aber es gibt Indizien, die uns schon bald zum Täterfahrzeug führen werden. Lackspuren, Kratzer etc. Das wird nicht lang dauern. Folgendes. Der Herr Buchberger hat Ihre Angaben teilweise bestätigt. Er sagt, er hat Sie zur Schafweide begleitet, anschließend ist aber zum Hof zurückgefahren. Sie waren also die ganze Zeit alleine. Kein Alibi. Sie wissen, was das bedeutet. Nein. Das bedeutet, dass wir unsere Ermittlungen weiterhin auf Sie konzentrieren werden. Wir werden Sie komplett durchchecken. Finanzen, soziales Umfeld, Urlaubsreisen, Hobbys, alles.
bringt doch niemanden um, nie im Leben. Ich war das nicht. Ach so? Vielleicht können Sie uns ja zu einem anderen Thema ein paar Dinge sagen. Ich gebe Ihnen ein Stichwort. Fleischmann Lanz. Also Ihre Begleitung lässt sich ganz schön Zeit. Sie wird sich doch nicht verirrt haben. Am besten, ich schau nach. Die sicher nein, jede kein, Sekunde kein Problem. Hier. Glauben Sie mir, die kommt sicher so. Die ist. Schau her. Da hätte jetzt jemand anderen erwartet. Ich auch. Sie glauben gar nicht, was ich da drin gefunden habe. Da kommt er. Also, Herr Lanz, halten wir einmal fest. Unsere Techniker haben nachgewiesen, dass es sich bei dieser Walter PP Kaliber 7,65 eindeutig um die Tatwaffe handelt. Das heißt, mit dieser Waffe wurde Irene Kaltenschläger ermordet. Und die haben wir bei Ihnen in der Hütte gefunden. Ich kann mir das nicht erklären. Aber ich lasse manchmal aus Versehen die Tür offen. Eine bessere Ausrede haben Sie nicht? Kommen Sie. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass ich die Frau Kaltenschläger nicht gekannt habe? Und auch diesen Detektiv nicht. Schon gar nicht persönlich. Und Ihre Mitarbeiter? Woher soll ich das wissen? Jetzt hören Sie mir doch auf. Sie haben von Anfang an gewusst, warum der Bäcker bei Ihnen recherchiert. Also nur so viel. Wir haben hier einen Schlachthof sperren lassen. Und in den nächsten 2 Tagen wird dort alles ganz genau untersucht werden. Vom Keller bis zum Dach. Das kostet mir ein Vermögen. Das können Sie nicht machen. Doch. Wir werden auch einen Fleischhygieniker kommen lassen aus Innsbruck. Ihr Freund, der Dr. Simmer, hat inzwischen zugegeben, dass bei Ihnen im Betrieb nicht immer alles in Ordnung war. Er sagt, er hat davon immer erst im Nachhinein erfahren. Das ist eine Lüge. Das glauben wir auch. Wir sind der Meinung, dass er zu jeder Zeit genau über die Zustände in Ihrem Betrieb Bescheid gewusst hat. Nur, dass er absichtlich weggeschaut hat, dass Sie ihn geschmiert haben. Wir haben beim Mordopfer eine Notiz gefunden, die darauf hindeutet, dass Sie den Dr. Simmer bezahlt haben. Wenn die Frau Kaltenschläger mit ihrem Wissen zu der zuständigen Behörde gegangen wäre, dann wäre die Lanz Fleischwaren GmbH ruiniert gewesen. Und da hätten wir auch schon das Motiv für den Anschlag auf den Herrn Bäcker. Das ist nicht wahr. Das müssen Sie mir erst beweisen. Herr Lanz, wir haben den Fundort der Tatwaffe. Wir haben ein eindeutiges Motiv. Und als nächstes werden wir einen Fuhrpark auseinandernehmen, noch heute Abend. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da weitere Indizien finden werden. Ich würde sagen, das nennt man eng. Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Also, ich habe mir die Konten von der Irene Kaltenschläger angeschaut. Sie hat mehrere Geschäftskonten und 2 private. Ich habe eine Bank nach der anderen abgeklappert. Nichts Auffälliges. Überhaupt nichts. Ja, und beim Bäcker dasselbe. Was ist mit dem Simmer und mit dem Lanz? Detto. Ich habe garantiert nichts übersehen. Einen wunderschönen guten Abend. Servus. Kreuzleitner, so wie du strahlst, gibt es Grund zur Freude? Wollt ihr erst was essen oder soll ich gleich? Wir haben noch gar nicht bestellt. Also gut. Ich komme gerade aus dem Schlachthof. Die Spurensicherung hat dort vor einer halben Stunde Schluss gemacht. Und? Wir haben ihn. Und Lanz? Auf einem der Fahrzeuge aus seinem Wagenpark sind Lacksplitter auf der Stoßstange sichergestellt worden.
Splitter, die wir jetzt eindeutig Beckers Auto zuordnen können. So, meine Herrschaften. Servus, grüße. Hallo, Hannes. Was darf ich euch bringen? Vater, alles nur kein Fleisch. Es ist noch am Punkt. Das mit dem Lanz war doch reine Tarnung. Ich habe mit dem seit Jahren keine Geschäftsbeziehungen mehr. Solange der Fall noch nicht gelöst ist, alles nur kein Fleisch. Guten Morgen. 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 Boris Eck, mein Name. Ich bin der Anwalt von Herrn Lanz. Hab schon gehört, ja. Hofler. Kommen wir gleich zur Sache. Ich habe Herrn Lanz davon überzeugen können, dass es klüger wäre, hier und jetzt ein Geständnis abzuliefern. Ist ja wunderbar. Gut. Bitte fangen Sie an. Ich möchte meine Aussage, die Herrn Becker betrifft, korrigieren. Ich habe ihn gekannt. Er hat vor 6 Monaten in meinem Betrieb herumgeschnüffelt. Und als Sie vorgestern bei mir waren, da war ich etwas beunruhigt und da habe ich Dr. Simmer gebeten, etwas zu unternehmen. Sie wollen mir also damit sagen, dass der Dr. Simmer den Anschlag auf den Herrn Becker ausgeführt hat? Ja. Auf Ihr Betreiben hin? Nein, nein, ich wollte nur, dass er ihm einen Denkzettel verpasst. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Aber das war natürlich dumm von mir. Ganz offensichtlich, ja? Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Mein Mandant hat noch vergessen zu erwähnen, dass er mit dem Mord an Frau Kaltenschläger rein gar nichts zu tun hat. Ich muss Sie bitten, das ebenfalls zu Protokoll zu nehmen. Gut. Sonst noch etwas? Nein. Sehr gut, Kreuzleitner, danke dir. Also, der Dr. Simmer, der ist auch schon vorläufig festgenommen. Der Kreuzleitner ist echt fleißig in letzter Zeit. Ja, ja, er hat mir heute Morgen schon einen Feind geschickt. Das war nicht schlecht. Alle dokumentierten Fälle von Lebensmittelvergiftung in den letzten 2 Jahren. Und weißt du was? Der Bäcker ist vor 8 Monaten mit der gleichen Diagnose im Kitzbüheler Krankenhaus gelegen. Ach so? Ja, und vor einem halben Jahr war die Sache bei der Tofanatex. Und der Bäcker hat sich beim Lanz auf die Lauer gelegt. Wann hat er denn das Beweismaterial übergeben? Da gab es mehrere Termine, das wichtigste schon im Mai. Also Filme und so weiter. Das ist doch komisch, oder? Dass die Frau Kaltenschläger 2 Monate gebraucht hat, das den Behörden zu melden. Sie hat denen von der Lebensmittelaufsicht ja einen Brief geschrieben. Ja, den haben sie mir gerade gefaxt. Das ist aber nur ein Ausdruck, ohne Unterschrift. Das heißt, wenn nicht jeder schreiben können. Sie, Ihr Mann, sogar der Joe Becker. Joe Becker. Wie heißt denn der eigentlich im Vornamen? Johannes? Das darf jetzt aber nicht wahr sein. Was? Sergio Becker. S nimmt Geld von der anderen Seite. S wie Dr. Simmer oder S wie Sergio Becker. Fragt sich nur, wer dann die andere Seite ist. Guten Tag. Reuter, mein Name, Soko Kitzbühel, meine Kollegin Karin Kofler. Dürfen wir uns kurz zu Ihnen setzen? Natürlich, bitte. Dankeschön. Ich kann mir schon vorstellen, warum Sie hier sind. Peter ist nur kurz hinein, er wird sicherlich gleich wiederkommen. Wir sind eh auch wegen Ihnen hier, Frau Margreiter, richtig? Innenarchitektin. Ja. Wie lange kennen Sie den Herrn Kaltenschläger schon? Peter? Wieso? Seit einem Dreivierteljahr. Ich habe das Haus der Kaltenschlägers ein wenig umgestalten dürfen. Das heißt, Sie haben seine verstorbene Frau auch gekannt? Bitte. Ich habe mit der Sache wirklich nichts zu tun. Peter ist nur ein guter Freund. Tja, es geht doch nichts über einen guten Freund. Peter. Diese Herrschaften wollten mir ein paar Fragen stellen. Ja, ja, wir kennen uns bereits. Es tut mir leid. Ich will das nicht. Ich will da nicht mit hineingezogen werden. Ich hoffe, du verstehst mich. Ich ruf dich an, okay? Ja, was kann ich denn für Sie tun? Ja, wir wollten Ihnen nur sagen, dass wir uns die Konten von verschiedenen beteiligten Personen angeschaut haben. So. Ihr haben wir erst vor 2 Stunden durchgesehen. Und da sind uns einige unerklärliche Ausgänge in 4-stelliger Höhe aufgefallen.
Schauen Sie sich das an. Ja, das. Das sind. Ja, das gebe ich zu, das sind Schwarzgeldzahlen. Das ist in meiner Branche leider so üblich. Im Yachthandel? Ja. Das glaube ich Ihnen nicht. Entschuldigen Sie bitte, das werde ich ja wohl besser beurteilen können. Meine italienischen Geschäftspartner, die zwingen mich förmlich dazu. Es gibt keine italienischen Geschäftspartner. Ihr ganzes mondänes Handelsimperium besteht aus einem Boot im Hafen von Monfalcone. Herr Kaltenschläger, ich würde Ihnen langsam raten, die Sache ernst zu nehmen. Sie stehen nämlich unter dringendem Mordverdacht. Ich darf Sie bitten, mit uns zu kommen. Ich kann das erklären. Geben Sie mir eine Chance. Hör zu, aber rasch bitte. Es war keine Vergiftung. Das heißt, schon, aber Becker, verstehen Sie, er war es. Er hatte vor einiger Zeit eine Lebensmittelvergiftung. Das wissen wir. Erzählen Sie uns was Neues. Jetzt hören Sie mir doch zu, als er aus dem Krankenhaus kam. Da hat er eigenhändig gegen Lanz ermittelt. Er wollte ihn drankriegen, verstehen Sie? Aber dann gab es einen sehr ähnlichen Vergiftungsfall in der Firma meiner Frau. Becker hat davon erfahren. Er hat meine Frau kontaktiert. Sie war nicht interessiert. Lanz war ihr egal. Aber sie brauchte zu der Zeit einen Privatdetektiv. Es ist schon eine Weile her, dass Frau Margreiter und ich uns kennengelernt haben. Wir haben uns verliebt, ja. Aber ich habe Irene auch geliebt auf meine Weise. Ich war zwar nie ein guter Ehemann. Ich war noch nicht mal. Wahrscheinlich bin ich einfach nur ein Versager. Sie haben Ihre Frau mit der Claudia Margreiter betrogen. Ist eben so passiert. Aber Irene hat mich überwachen lassen. Nach ein paar Monaten habe ich dann Becker bemerkt. Ihn angesprochen, ihm Geld geboten. Und er ist drauf eingestiegen. Ja. Also hat er Geld genommen von beiden Seiten. Aber Irene hat das rausgekriegt. Becker, die Müllentsorgung machen wir. Sie erlauben? Na, schau her. Der Peter Kaltenschläger und eine gewisse Innenarchitektin. Hat er schon gestanden? Mehr oder weniger. Kein Schläger, er hat was? Er hat Geld von einem Konto abgehoben, auf das seine Frau auch Zugriff hatte. Es ist kein Wunder, dass sowas auffliegt. Und wann hat die Irene Kaltenschläger Verdacht geschöpft? Es gab eine Geldübergabe letzte Woche. Sie muss uns dabei beobachtet haben. Jedenfalls hat sie mich direkt danach angerufen und zu sich bestellt. Ich wusste sofort, dass sie Bescheid weiß. Über ihr Doppelspiel. Ja. Sie war so völlig anders. Die Sache war klar. Weiter. Also die Frau Kaltenschläger hat Sie zu sich nach Hause bestellt. Sie sind Ihrer Aufforderung aber nicht sofort nachgekommen. Ich hatte Angst. Ich musste mich da auch irgendwie seelisch drauf vorbereiten. Und vor zwei Tagen sind Sie dann zu ihr gefahren, mit Ihrer zweiten Pistole, einer illegalen. Ich hatte nichts damit vor. Ich wollte Sie vielleicht ein bisschen einschüchtern. Frauen fürchten sich vor Waffen. Ach so. Weiter. Und dann ist dieser Unfall passiert. Sie hat mich total überrascht. Es hat mich losgegangen wie eine Furie. Und dabei hat sich dieser Schuss gelöst. Ein Herzschuss.
Das war ein Unfall. Warum dann das ganze Ablenkungsmanöver? Das Theater mit dem Lanz. Sie wollten die Tat ja ihm in die Schuhe schieben. Das war rein spontan. Ich kenne seine Hütte, bin hingefahren, hab die Pistole da versteckt. Spontan so. Ich war wie in Trance. Ich musste doch irgendwas tun, verstehen Sie? Aber das war alles nicht geplant, das müssen Sie mir glauben. Das würde ich ja gerne. Aber da gibt es noch diesen Brief an die Lebensmittelaufsicht, der den Verdacht auf den Kurt Lanz lenken sollte. Angeblich stammt er ja von der Irene Kaltenschläger. Aber wir haben eine Kopie gefunden. Und zwar auf der Festplatte, die sie kurz vor ihrer Verhaftung zerstören wollten, zusammen mit anderen Beweismitteln. Dieser Brief wurde 2 Tage vor der Tat weggeschickt. Deshalb haben sie ihren Besuch bei der Frau Kaltenschläger hinausgezögert. Und der Bäcker sehen's, so etwas nennt man einen Vorsatz. Und eine vorsätzliche Tötung nennt man Mord. Abführen. Deswegen der private Ermittlungsauftrag. Ja, und er hat auch gemeint, dass sie damit wohl ein paar schlafende Hunde geweckt hat. Was für ein Ermittlungsauftrag? Gegen das Catering-Unternehmen Lanz. Lanz Fleischwaren. Die kenne ich, ja. Was ist mit dem Detektiv? Er wartet in seinem Büro, Kirchengasse 2. Ihre Nachricht hat mich ja ganz schön umgehauen. Irene Kaltenschläger war eine sehr zielstrebige Person. So habe ich sie jedenfalls kennengelernt. Wie lange ist das her mit dem Auftrag? Ein halbes Jahr. Insgesamt hat mich diese Fleischgeschichte bestimmt 4 Monate gekostet. Aber hat sich gelohnt. Es war schon einiges. Es gibt also Unterlagen. Ja, aber ich habe das gesamte Material Frau Kaltenschläger übermittelt, wie abgemacht. Also alle Recherchen, die Berichte von den Observierungen etc. Na wunderbar. Dann können Sie uns ja helfen, diese zu finden. Was hatte die Frau Kaltenschläger denn eigentlich vor mit ihrem Material? Keine Ahnung. Also erst war gar nichts und dann vor 2 Tagen rief sie mich auf einmal an und wollte mich bei einem Treffen dabei haben. Aber ich hatte schon andere Termine. Treffen mit wem? Besitzen Sie eine Waffe, Herr Becker? Auf die Frage habe ich gewartet. Ich besitze eine 44er Magnum. Ich trage die nicht mit mir rum. Das ist mehr so ein Sammlerstück. Und? Ja, tut mir leid, aber das hier ist bei weitem nicht vollständig. Da fehlt bestimmt die Hälfte. Filme von den Fleischlieferungen. Lieferungen mitten in der Nacht, verstehen Sie? Und die Sache mit den Kühlaggregaten, die waren letztes Jahr tagelang defekt. Und das nicht nur einmal. Sie haben keine Kopien zurückbehalten? Praktisch nichts. Ich könnte höchstens Teile davon rekonstruieren. Schau mal, was ich gefunden habe. S nimmt Geld von der anderen Seite. Wer könnte S sein? Das könnte Dr. Simmer gemeint sein. Ist der amtliche Veterinär. Der ist für alles, was mit Schlachterei zu tun hat, zuständig. Guter Freund von Kurt Lanz übrigens. Das ist der Chef von Lanz Fleischwaren. Ja. Der Schmiergeldverdacht, der lag da schon ziemlich nahe, aber schwierig, sowas nachzuweisen. Hast du einen Moment? Was ist mit seinem Alibi? Er hat keins. Er sagt, er war im Büro. Gut. Ich rede zuerst einmal mit dem Herrn Lanz. Ich fahre mit dem Kreuzleitner. Machst du da weiter? Sag einmal, wer erbt das alles? Die Firma und den ganzen Rest? Ja, wahrscheinlich. Also, die Tofana-Tex auf jeden Fall. Das sind die restlichen Handydaten von der Frau Kaltenschläger. Allerdings betreffen die nur ihre Firma. Hauptsächlich Italien, Deutschland, auch Japan. Japan? Ja, aber das hilft uns nicht weiter. Da
Da ist schon interessanter, was wir von der Lebensmittelaufsicht gehört haben. Die haben einen Brief gekriegt von der Frau Kaltenschläger. Da hat sie eine Sachverhaltsdarstellung angekündigt bezüglich verschiedener schwerer Vergehen bei der Lanz GmbH. Das ist ja interessant. Aber warum hat sie eine Gleieranzeige gemacht? Soweit ich das verstanden habe, wollte sie dort persönlich aufkreuzen. Ich verstehe Sie, aber tut mir leid, Frau Kommissar. Die Frau Kaltenschläger, die kenne ich nur flüchtig von der Wirtschaftskammer. Tragisch sowas. Unfassbar. Aber persönlich hat sie nie ein Buffet bei mir bestellt. Das macht die Tofanatex immer über Sekretariat. Was ist mit dem Joe Becker? Da kann ich nichts dazu sagen. Obwohl, da war doch so ein Kerl vor ein paar Monaten, der hat sich wichtig gemacht bei meinen Mitarbeitern. Das könnte Ihr Herr Becker sein. Aber der war nicht sehr vertrauenswürdig, den habe ich gleich rausschmeißen lassen. In den nächsten 10 Minuten keine Anruf, ja? Danke. Bitte. Es gibt da einen Brief, Herr Lanz, von der Frau Kaltenschläger an die Lebensmittelaufsicht. Darin ist von gravierenden Gesetzesverstößen die Rede. Vor allem, was die hygienischen Zustände in Ihrer Firma betrifft. Mhm. Und was konkret? Das konkrete Schreiben liegt uns leider noch nicht vor. Dann kann ich Ihnen leider auch dazu nichts sagen. Nur so viel. Ich leite diesen Betrieb in der 3. Generation und da hat es nie etwas gegeben. Und seit unserem EU-Beitritt sind die Kontrollen sogar noch verschärft worden. Aber wenn Sie wollen, der zuständige Veterinär ist im Haus. Dr. Simmer, der soll Ihnen das erklären. Nur keine Umstände, den finden wir schon. Meine Sekretärin bringt sie hin. Eine Frage noch, wo waren Sie denn heute am Vormittag? Ich war auf meine Jagdhütte. Ich habe dort übernachtet, bin erst gegen Mittag in den Betrieb. Und dafür gibt's Zeugen? Nein. Aber wenn Sie mich einmal finden wollen, dann müssen Sie mich dort suchen. Und als leidenschaftlicher Jäger bin ich auch Waffenbesitzer, falls das die nächste Frage sein soll. Haben Sie vielleicht auch eine Pistole in Ihrer Sammlung? Nein. Da hinten ist er. Danke. Gerne. Wiederschauen. Wiederschauen. Becker? Nein, kenne ich nicht. Genauso wenig wie diese Frau, diese... Irene Kaltenschläger. Kaltenschläger. Becker. Tut mir leid. Wissen Sie, ich treffe so viele Leute, wenn ich mir da jeden Namen merken müsste. Versuchen Sie es wenigstens. Was glauben Sie, was ich gerade tue? Aber ich habe noch eine Arbeit und die macht sich nicht von selbst. Sind wir ja schon 3. Aber wenn Sie unsere Fragen jetzt nicht beantworten wollen, können Sie uns gerne aufs Kommissariat begleiten. Na schön. Dann stelle ich hier ein für alle Mal fest, dass mir die 2 von Ihnen genannten Personen nicht bekannt sind. Klar genug? Trotzdem. Das Mordopfer Irene Kaltenschläger hat 2 Tage vor ihrem Tod einen Brief an die Lebensmittelaufsicht geschickt. Die Firma Lanz betreffend. Anscheinend ist die Kühlung letztes Jahr ein paar Mal ausgefallen. So ein Blödsinn. Wenn das passiert wäre, hätte ich davon erfahren. Das sage ich Ihnen. Und dann hätte ich das auch weitergeleitet. Natürlich. Der Herr Lanz, der ist doch ein guter Freund von Ihnen. Nicht wahr? Und? Wir kennen uns eben schon lang. Schauen Sie, ich bin Beamter. Und ich nehme meine Pflichten ernst. Genau wie Sie, hoffe ich. Also, Herr Dr. Simmer, wenn Sie fragen darf, wo waren Sie heute am Vormittag zwischen 10 und 12? In meiner Praxis, daheim. Irgendwann um diese Zeit habe ich noch meinen Hund Gassi geführt, falls Sie den auch fragen wollen. Gut, danke einstweilen. Sie hören von uns. Wiedersehen, Herr Doktor. Ja, Wiederschauen. Zuerst einmal möchte ich wissen... Zuerst einmal, lieber Freund, gehst du wieder raus und wenn du wieder reinkommst, dann machst du die Tür zu wie ein ganz normaler Mensch. Hast du mich? Nur da? Ich hab gedacht, du bist längst wieder beim Kaltenschläger. Hab ich ja vorgehabt. Aber das Protokoll, du weißt eh. Dann fahren wir morgen gemeinsam hin. Ich wollte mir den Kaltenschläger eh nochmal anhören. Fesch? Falsche Jahreszeit. Ja, ich weiß. Ich war bei der Tofanatex. Und die haben so einen kleinen, aber feinen Outlet-Store.
War nicht teuer. Ich habe mir die Geschichte von der Lebensmittelvergiftung erzählen lassen. Nichts Neues. Siehst, ich war im Schlachthof. Ah, ich hoffe, wir stören nicht. Ich habe dir nur was zum Essen mitgebracht. Vater, das ist wirklich lieb von dir, aber ich kann jetzt nichts essen. Also, Moment, korrigier mich, aber hast du nicht heute in der Früh gesagt, du kriegst nie was Gescheites? Und jetzt? Ich übernehme. Ich habe ihren Hunger. Bitte. Gräfin? Sagen Sie, was hat eigentlich der Kurt Lanz mit Mord zu tun? Woher wissen Sie denn das? Vom Markt. Da erzählt man sich so allerlei. Vom Markt, so so. Und was erzählt man sich da? Gibt's ein paar interessante Gerüchte? Ich habe früher von ihm die Spanferkeln bezogen, aber irgendwann hat dann die Qualität nicht mehr gestimmt. Gab's da nicht auch diesen tödlichen Vergiftungsfall? Ja, das ist ewig her. Es hat aber sein Freund, der Simmer, hat es unter den Teppich gekehrt. Aus den kennt sie auch? Mhm. Und wie schaut's aus mit dem Peter Kaltenschläger? Na ja, vom Sehen. Charmanter Mann, muss ich schon sagen. Und der handelt mit Motorjachten. Meines Erachtens hat er sogar schon Flüge ins Weltall verkauft. Also, der Peter Kaltenschläger, das würde mich ja wundern, was der schon alles gemacht hat. Flüge ins Weltall, wo man die buchen kann, in meinem Reisebüro nicht. Aber jemand anderen sollte mir dringend ins Auge fassen. Das meine ich auch. Und wann? Morgen? Es wäre eine Möglichkeit. Mein Jahresumsatz? Das kann ich Ihnen aus dem Stand jetzt so nicht beantworten. Da wüssten meine italienischen Geschäftspartner mehr zu sagen. Ja, nur so über den Daumen. Das tut mir leid, das weiß ich nicht. Also die Geschäfte laufen schlechter. Derzeit müssen ja alle den Gürtel enger schnallen. Was mich noch interessieren wird, wie war das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrer Frau? Irene und ich hatten eine sehr gute, entspannte Ehe. Sicherlich gab es in bestimmten Punkten Missverständnisse und Meinungsverschiedenheiten, aber das ist doch wohl normal. Kein gröberes Zerwürfnis? Nein. Sehen Sie, wir müssen Sie das fragen, weil Sie der Alleinerbe sind. Ihr Rechtsanwalt hat uns das bestätigt. Und das macht mich irgendwie verdächtig. Schon, ja. Sie erben die Tofanatex, eine gut gehende Marke. Das Haus, Wertpapiere und so weiter und so weiter. Sie entschuldigen mich einen Moment. Hallo, Karin. Grüß, Leitner, was gibt's? Sag, du hast doch den Herrn Becker zu uns bestellt, auf 11, oder? Ja. Na, wenn mir der gerade angerufen hat, dass es ihm leider nicht passt. Vor 1 würde er es nicht schaffen, sagt er. Also richt bitte dem Herrn Privatdetektiv aus, dass mir das wurscht ist, ob ihm das passt oder nicht. Wir brauchen seine Aussage. Und wenn er nicht pünktlich erscheint, dann kommen wir ihn abholen, ja? Ja, wenn die Frau Kofler wünscht, dass ich jetzt sofort komme, dann kann ich auch sofort kommen. Kein Problem. Okay, wiederhören. Für alle. Geht doch. Ja, nicht ganz, ne? Und? Ist alles vorbereitet? Alles vorbereitet. So, fange ich schon mal an. Ist was? Ich glaube, das ist mein Bein. Ah ja? Sicher? Okay, Birdie. Du bist dran.
Ist was? Also mir ist egal. Das macht in dem Fall ja keinen Unterschied, oder? Ich muss jetzt sowieso nach Haus. Wieso das denn jetzt schon wieder? Ihr dürft jetzt ohne mich weiterspielen, das ist doch kein Problem, oder? Leitner, haben wir schon was? Wir haben erst angefangen, aber so eine Pistole ist jetzt schnell irgendwo versteckt. Die Irene Kaltenschläger war Inhaberin von der Dorfanatex. Habt ihr das gewusst? Ist das nicht die Wintersportbekleidung? Ja, genau. Zentrale ist in Kufstein. Und? Ist er schon vernehmungsfähig? Er ist ziemlich fertig. Guten Tag, Herr Kaltenschläger. Kofler, mein Name. Soko Kitzbüß, mein Kollege, der Herr Reuter. Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Bitte. Wann genau haben Sie Ihre Frau gefunden? Um eins. Vielleicht 10 Minuten später. Ich weiß nicht. Ich habe doch sofort angerufen. Haben Sie am Tatort irgendetwas verändert? Einbrecher? Wir gehen nicht davon aus, dass es ein Einbrecher war. Warum? Weil überhaupt nichts darauf hindeutet. Keine Spur. Viel wahrscheinlicher ist es, dass Ihre Frau den Täter selbst hereingelassen hat. Das wiederum würde bedeuten, dass sie ihn gekannt hat. Und wer soll das gewesen sein? Besitzen Sie eine Waffe? Oder Ihre Frau? Nein. Was ist mit Ihrem Alibi? Ich war im Golfclub. Irene, sie hat mitten im Spiel abgebrochen, ist nach Hause gefahren, weil sie noch irgendwas erledigen wollte. Das hat sie öfter plötzlich, wenn ihr was einfällt. Ich habe die Runde fertig gespielt. Im Club wird Ihnen das sicher bestätigt werden. Ich werde das gleich einmal nachfragen. Machen Sie das. Ihre Frau ist die Inhaberin von der Tofanatex. Sind Sie auch dort beschäftigt? Nein. Ich habe meine eigene Firma. Ich handle mit Booten. Hauptsächlich Motorjachten. Mein Falcone und Rimini. Passt. In Ordnung. Dankeschön. Wiederhören. Habt ihr die Tatwaffe schon? Dürfte eine Pistole gewesen sein, Kaliber 7,65 vielleicht. Der Schütze ist weniger als 1 Meter entfernt gewesen, hat sie direkt ins Herz getroffen. Wie lange ist sie tot? Nur nicht lang, 2-3 Stunden vielleicht.
Hallo? Ja? Ja. Darf ich wissen, mit wem ich spreche? Mein Name ist Joe Becker von Becker Consulting. Und wir sind... Was? Ja, verstehe. Irene Kaltenschläger war meine Klientin. Ich bin Privatdetektiv. Ja, das ist nicht so einfach. Nur das kann ich Ihnen erklären. Und wann war das? Gut, dann komme ich zu Ihnen. Vielen Dank. Wiederhören. Unser Mordopfer hat einen Detektiv engagiert gehabt. Wegen einer Mitarbeiterfeier bei Tofanatex, nach der 5 Leute mit einer Lebensmittelvergiftung ins Spital gekommen sind. Ach so? Der Detektiv heißt Becker. Für die Irene Kaltenschläger war damals die Schuldfrage ziemlich klar. Sie konnte es noch nicht beweisen. Irene, sie hat mitten im Spiel abgebrochen, ist nach Hause gefahren, weil sie noch irgendwas erledigen wollte. Das hat sie öfter plötzlich, wenn ihr was einfällt. Ich habe die Runde fertig gespielt. Im Club wird Ihnen das sicher bestätigt werden. Ich werde das gleich einmal nachfragen. Machen Sie das. Ihre Frau ist die Inhaberin von der Tofanatex. Sind Sie auch dort beschäftigt? Nein. Ich habe meine eigene Firma. Ich handle mit Booten. Hauptsächlich Motorjachten. Mein Falcone und Rimini. Passt, in Ordnung. Dankeschön. Wiederhören. Habt ihr die Tatwaffe schon? Dürfte eine Pistole gewesen sein, Kaliber 7,65 vielleicht. Der Schütze ist weniger als 1 Meter entfernt gewesen, hat sie direkt ins Herz getroffen. Wie lange ist sie tot? Nur nicht lang, 2-3 Stunden vielleicht. Hallo? Ja? Ja, darf ich wissen, mit wem ich spreche? Mein Name ist Joe Becker von Becker Consulting. Und wir sind... Was? Ja, verstehe. Irene Kaltenschläger war meine Klientin. Ich bin Privatdetektiv. Ja, das ist nicht so einfach. Nur das kann ich Ihnen erklären. Und wann war das? Gut, dann komme ich zu Ihnen. Vielen Dank. Wiederhören. Unser Mordopfer hat einen Detektiv engagiert gehabt. Wegen einer Mitarbeiterfeier bei Tofanatex, nach der 5 Leute mit einer Lebensmittelvergiftung ins Spital gekommen sind. Ach so? Der Detektiv heißt Becker. Für die Irene Kaltenschläger war damals die Schuldfrage ziemlich klar. Sie konnte es noch nicht beweisen. Deswegen der private Ermittlungsauftrag. Ja, und er hat auch gemeint, dass sie damit wohl ein paar schlafende Hunde geweckt hat. Was für ein Ermittlungsauftrag? Gegen das Catering-Unternehmen Lanz, Lanz Fleischwaren. Die kenne ich, ja. Was ist mit dem Detektiv? Er wartet in seinem Büro, Kirchengasse 2. Ihre Nachricht hat mich ja ganz schön umgehauen. Irene Kaltenschläger war eine sehr zielstrebige Person. So habe ich sie jedenfalls kennengelernt. Wie lange ist das her mit dem Auftrag? Ein halbes Jahr. Insgesamt hat mich diese Fleischgeschichte bestimmt 4 Monate gekostet. Aber hat sich gelohnt. Es war schon einiges. Es gibt also Unterlagen. Ja, aber ich habe das gesamte Material Frau Kaltenschläger übermittelt, wie abgemacht. Also alle Recherchen, die Berichte von den Observierungen etc. Na wunderbar. Dann können Sie uns ja helfen, diese zu finden. Was hatte die Frau Kaltenschläger denn eigentlich vor mit ihrem Material? Keine Ahnung. Also erst war gar nichts und dann vor 2 Tagen rief sie mich auf einmal an und wollte mich bei einem Treffen dabei haben. Aber ich hatte schon andere Termine. Treffen mit wem? Besitzen Sie eine Waffe, Herr Becker? Auf die Frage habe ich gewartet. Ich besitze eine 44er Magnum. Ich trage die nicht mit mir rum. Das ist mehr so ein Sammlerstück. Und
Das tut mir leid, aber das hier ist bei weitem nicht vollständig. Da fehlt bestimmt die Hälfte. Filme von den Fleischlieferungen. Lieferungen mitten in der Nacht, verstehen Sie? Und die Sache mit den Kühlaggregaten, die waren letztes Jahr tagelang defekt. Und das nicht nur einmal. Sie haben keine Kopien zurückbehalten? Praktisch nichts. Ich könnte höchstens Teile davon rekonstruieren. Schau mal, was ich gefunden habe. Es nimmt Geld von der anderen Seite. Wer könnte es sein? Das könnte Dr. Zimmer gemeint sein. Das ist der amtliche Veterinär. Der ist für alles, was mit Schlachterei zu tun hat, zuständig. Guter Freund von Kurt Lanz übrigens. Das ist der Chef von Lanz Fleischwaren. Ja. Der Schmiergeldverdacht, der lag da schon ziemlich nahe, aber schwierig, sowas nachzuweisen. Hast du einen Moment? Und was ist mit seinem Alibi? Er hat keins. Er sagt, er war im Büro. Gut. Ich rede zuerst einmal mit dem Herrn Lanz. Ich fahre mit dem Kreuzleitner. Machst du da weiter? Sag einmal, wer erbt das alles? Die Firma und den ganzen Rest? Er wahrscheinlich. Also die Tofana-Tex auf jeden Fall. Das sind die restlichen Handydaten von der Frau Kaltenschläger. Allerdings betreffen die nur ihre Firma. Hauptsächlich Italien, Deutschland, auch Japan. Japan? Ja, aber das hilft uns nicht weiter. Da ist schon interessanter, was wir von der Lebensmittelaufsicht gehört haben. Die haben einen Brief gekriegt von der Frau Kaltenschläger. Da hat sie eine Sachverhaltsdarstellung angekündigt bezüglich verschiedener schwerer Vergehen bei der Lanz GmbH. Das ist ja interessant. Aber warum hat sie nicht gleich eine Anzeige gemacht? Soweit ich das verstanden habe, wollte sie dort persönlich aufkreuzen. Ich verstehe Sie, aber tut mir leid, Frau Kommissar. Die Frau Kaltenschläger, die kenne ich nur flüchtig von der Wirtschaftskammer. Tragisch sowas. Unfassbar. Aber persönlich hat sie nie ein Buffet bei mir bestellt. Das macht die Tofana-Tex immer über das Sekretariat. Was ist mit dem Joe Becker? Da kann ich nichts dazu sagen. Obwohl, da war doch so ein Kerl vor ein paar Monaten, der hat sich wichtig gemacht bei meinen Mitarbeitern. Das könnte Ihr Herr Becker sein. Aber der war nicht sehr vertrauenswürdig, den habe ich gleich rausschmeißen lassen. In den nächsten 10 Minuten keine Anruf, ja? Danke. Bitte. Es gibt da einen Brief, Herr Lanz, von der Frau Kaltenschläger an die Lebensmittelaufsicht. Darin ist von gravierenden Gesetzesverstößen die Rede. Vor allem, was die hygienischen Zustände in Ihrer Firma betrifft. Mhm. Und was konkret? Das konkrete Schreiben liegt uns leider noch nicht vor. Dann kann ich Ihnen leider auch dazu nichts sagen. Nur so viel. Ich leite diesen Betrieb in der 3. Generation und da hat es nie etwas gegeben. Und seit unserem EU-Beitritt sind die Kontrollen sogar noch verschärft worden. Aber wenn Sie wollen, der zuständige Veterinär ist im Haus. Dr. Zimmer, der soll Ihnen das erklären. Nur keine Umstände, den finden wir schon. Meine Sekretärin bringt sie hin. Eine Frage noch, wo waren Sie denn heute am Vormittag? Ich war auf meine Jagdhütte. Ich habe dort übernachtet, bin erst gegen Mittag in den Betrieb. Und dafür gibt's Zeugen? Nein. Aber wenn Sie mich einmal finden wollen, dann müssen Sie mich dort suchen. Und als leidenschaftlicher Jäger bin ich auch Waffenbesitzer, falls das die nächste Frage sein soll. Haben Sie vielleicht auch eine Pistole in Ihrer Sammlung? Nein. Da hinten ist er. Danke. Gerne. Wiederschauen. Wiederschauen. Becker? Nein, kenne ich nicht. Genauso wenig wie diese Frau, diese... Irene Kaltenschläger. Kaltenschläger. Becker. Tut mir leid. Wissen Sie, ich treffe so viele Leute, wenn ich mir da jeden Namen merken müsste. Versuchen Sie es wenigstens. Was glauben Sie, was ich gerade tue? Aber ich habe noch eine Arbeit und die macht sich nicht von selbst. Sind wir ja schon 3. Aber wenn Sie unsere Fragen jetzt nicht beantworten wollen, können Sie uns gerne aufs Kommissariat begleiten. Na schön. Dann stelle ich hier ein für alle Mal fest, dass mir die 2 von Ihnen genannten Personen nicht bekannt sind. Klar genug? Trotzdem.
Das Mordopfer Irene Kaltenschläger hat 2 Tage vor ihrem Tod einen Brief an die Lebensmittelaufsicht geschickt. Firma Lanz betreffend. Anscheinend ist die Kühlung letztes Jahr ein paar Mal ausgefallen. So ein Blödsinn. Wenn das passiert wäre, hätte ich davon erfahren. Das sage ich Ihnen. Und dann hätte ich das auch weitergeleitet. Natürlich. Der Herr Lanz, er ist doch ein guter Freund von Ihnen. Nicht wahr? Ja, und? Wir kennen uns eben schon lange. Schauen Sie, ich bin Beamter. Und ich nehme meine Pflichten ernst. Genau wie Sie, hoffe ich. Also, Herr Dr. Simmer, wenn Sie fragen darf, von wann sind heute am Vormittag zwischen 10 und 12? In meiner Praxis, daheim. Irgendwann um diese Zeit habe ich noch meinen Hund Gassi geführt, falls Sie den auch fragen wollen. Gut, danke einstweilen. Sie hören von uns. Wiedersehen, Herr Doktor. Ja, wiederschauen. Zuerst einmal möchte ich wissen. Zuerst einmal, lieber Freund, gehst du wieder raus und wenn du wieder reinkommst, dann machst du die Tür zu wie ein ganz normaler Mensch. Hast du mich? Hallo, bist du noch da? Ich hab gedacht, du bist längst wieder beim Kaltenschläger. Hab ich ja vorgehabt. Aber das Protokoll, du weißt eh. Dann fahren wir morgen gemeinsam hin. Ich wollte mir den Kaltenschläger eh nochmal anhören. Fesch? Falsche Jahreszeit. Ja, ich weiß. Ich war bei der Tofanatex und die haben so einen kleinen, aber feinen Outlet-Store. War nicht teuer. Ich habe mir die Geschichte von der Lebensmittelvergiftung erzählen lassen. Nichts Neues. Siehst, ich war im Schlachthof. Ah, ich hoffe, wir stören nicht. Ich habe dir nur was zum Essen mitgebracht. Vater, das ist wirklich lieb von dir, aber ich kann jetzt nichts essen. Also, Moment, korrigier mich, aber hast du nicht heute in der Früh gesagt, du kriegst nie was Gescheites? Und jetzt? Ich übernehme. Ich habe eher einen Hunger. Bitte. Gräfin? Sagen Sie, was hat eigentlich der Kurt Lanz mit Mord zu tun? Woher wissen Sie denn das? Vom Markt. Da erzählt man sich so allerlei. Vom Markt, so. Und was erzählt man sich da? Gibt's ein paar interessante Gerüchte? Ich habe früher von ihm die Spanferkeln bezogen, aber irgendwann hat dann die Qualität nicht mehr gestimmt. Gab's da nicht auch diesen tödlichen Vergiftungsfall? Ja, das ist ewig her. Es hat aber sein Freund, der Simmer, hat es unter den Teppich gekehrt. Was, den kennt sie auch? Mhm. Und wie schaut's aus mit Peter Kaltenschläger? Na ja, vom Sehen. Charmanter Mann, muss ich schon sagen. Und der handelt mit Motorjachten. Meines Erachtens hat er sogar schon Flüge ins Weltall verkauft. Also, der Peter Kaltenschläger, das würde mich ja wundern, was der schon alles gemacht hat. Flüge ins Weltall, wo man die buchen kann, in meinem Reisebüro nicht. Aber jemand anderen sollten wir dringend ins Auge fassen. Das meine ich auch. Und wann? Morgen? Es wäre eine Möglichkeit. Mein Jahresumsatz? Das kann ich Ihnen aus dem Stand jetzt so nicht beantworten. Da wüssten meine italienischen Geschäftspartner mehr zu sagen. Ja, nur so über den Daumen. Das tut mir leid, das weiß ich nicht. Also die Geschäfte laufen schlechter. Derzeit müssen ja alle den Gürtel enger schnallen. Was mich noch interessieren wird, wie war das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrer Frau? Irene und ich hatten eine sehr gute, entspannte Ehe. Sicherlich gab es in bestimmten Punkten Missverständnisse und Meinungsverschiedenheiten, aber das ist doch wohl normal. Kein gröberes Zerwürfnis? Nein. Sehen Sie, wir müssen Sie das fragen, weil Sie der Alleinerbe sind. Ihr Rechtsanwalt hat uns das bestätigt. Und das macht mich irgendwie verdächtig. Schon, ja. Sie erben die Tofanatex, eine gut gehende Marke. Das Haus, Wertpapiere und so weiter und so weiter. Sie entschuldigen mich einen Moment. Hallo, Karin. Grüß, Leitner, was gibt's? Sag, du hast doch den Herrn Becker zu uns bestellt auf 11, oder? Ja. Na, weil mir der gerade angerufen hat, dass es ihm leider nicht passt. Vor 1 würde er es nicht schaffen, sagt er. Also richt bitte dem Herrn Privatdetektiv aus, dass mir das wurscht ist, ob ihm das passt oder nicht. Wir brauchen seine Aussage. Und wenn er nicht pünktlich erscheint, dann kommen wir ihn abholen, ja? Ja, wenn die Frau Kofler wünscht, dass ich jetzt sofort komme, dann kann ich auch sofort kommen. Kein Problem. Okay, wiederhören. Ja.
verdammtes Arschloch! Also, Herr Becker, haben Sie gesehen, wer es gewesen ist? Können Sie uns den Unfallhergang genau beschreiben? Das ging alles so schnell. Sie können uns also nicht sagen, wer Sie von der Straße gedrängt hat. Wie denn? Am Kennzeichen zum Beispiel. War es ein hiesiges Nummernschild? Ich hatte keine Zeit. Ich habe versucht, den Wagen zu kontrollieren. Können Sie sich vorstellen, wie sowas ist? Herr Becker, am besten, Sie lassen sich noch einmal genauer anschauen, hm? So Gedanken inzwischen. Nix, leider. Die Sekretärin von Kurt Lanz sagt, er ist mit einem neuen Geschäftspartner jagen gegangen. Der Dr. Simmer ist nicht auffindbar. Der Praxis ist er nicht. Unser Handy ist auch tot. Also langsam kriege ich wirklich das Gefühl, die Herrschaften tanzen uns ein bisschen auf der Nase herum. Okay, dann machen wir mal richtig Druck, hm? Heute keine Ordination, wird schon. Oder ist es sehr dringend? Das kann man wohl sagen. Kräuter, Soko Kitzbühel. Gefahr im Verzug. Aber Tiere. Schön, dass Sie es noch geschafft haben, Herr Lanz. Ja, momentan ist ziemlich viel los in meinem Betrieb. Aber ich schaffe es immer wieder, ein bisschen Zeit frei zu schaffen. Besonders für einen neuen, alten Geschäftsfreund. Also, Herr Kofler, für einen Jäger hätte ich Sie wirklich nicht gehalten. Ja, ich mich eigentlich auch nicht, aber irgendwie in der letzten Zeit habe ich schon... Die Natur, die Ruhe beim Ansitzen, ich verstehe. Man hat ja dann auch die Muse, um über Geschäfte nachzudenken. Ja, ja, ganz genau. So, da sind wir. Ich habe ja gesagt, es ist nicht so weit. Bitte. Nein, keine Angst, der ist sicher. Ja, das ist es nicht. Ich müsste mich mal zurückziehen. Ich wollte es Ihnen nur ganz kurz zeigen. Ich fürchte, es ist dringend. Ach so, ja. Finden Sie denn allein zu Hütten zurück oder soll ich mit? Auf gar keinen Fall. Ich schaffe das schon. Ah, Frauen, wenn man sie braucht, dann lassen Sie einen im Stich. Wem sage ich das? Was soll denn das? Wir bringen alles durcheinander. Hey, immer mit der Ruhe, Herr Doktor. Sie bekommen für alles eine Quittung. Vielleicht können Sie mir in der Zwischenzeit sagen, wo Sie heute Vormittag waren. Ich habe Schafe geimpft. Beim Buchberger. Gut, können Sie mir die Telefonnummer und Adresse aufschreiben, bitte? Ich werde mich beschweren. Darauf können Sie sich verlassen. Was soll das? Vielen Dank. Quasi. Es gibt neue Entwicklungen. Auf den Herrn Becker ist heute Vormittag ein Anschlag verübt worden. Auf der B178. Und er war zufälligerweise auf dem Weg zu uns, um eine Aussage zu machen. Ich kenne diesen Mann nicht. Das habe ich Ihnen schon gesagt. Schon klar. Aber wenn Sie gelogen haben, dann haben Sie ein schönes Motiv. Das geht jetzt aber wirklich zu weit, finden Sie nicht? Fakt ist, dass leider auch Sie zu unseren Verdächtigen gehören. Sowohl für den Mord als auch für den Anschlag von heute Morgen. Herr Becker ist von der Straße abgedrängt worden. Er hat Glück gehabt. Aber es gibt Indizien, die uns schon bald zum Täterfahrzeug führen werden. Lackspuren, Kratzer etc. Das wird nicht lang dauern.
Folgendes. Der Herr Buchberger hat Ihre Angaben teilweise bestätigt. Er sagt, er hat Sie zur Schafweide begleitet, anschließend ist aber zum Hof zurückgefahren. Sie waren also die ganze Zeit alleine. Kein Alibi. Sie wissen, was das bedeutet. Nein. Das bedeutet, dass wir unsere Ermittlungen weiterhin auf Sie konzentrieren werden. Wir werden Sie komplett durchchecken. Finanzen, soziales Umfeld, Urlaubsreisen, Hobbys, alles. Bringt doch niemanden um, nie im Leben. Ich war das nicht. Ach so? Vielleicht können Sie uns ja zu einem anderen Thema ein paar Dinge sagen. Ich gebe Ihnen ein Stichwort. Fleischmann Lanz. Für alle. Geht doch. Ja, nicht ganz, ne? Und? Ist alles vorbereitet? Alles vorbereitet. So, dann fangen wir schon mal an. Ist was? Ich glaube, das ist mein Bein. Na ja. Sicher? Okay, Birdie. Du bist dran. Ist was? Also mir ist egal. Es macht in dem Fall ja keinen Unterschied, oder? Ich muss jetzt also nach Haus. Wieso das denn jetzt schon wieder? Ihr dürft jetzt ohne mich weiterspielen, das ist doch kein Problem, oder? Kreisleitner, haben wir schon was? Wir haben erst angefangen, aber so eine Pistole ist halt schnell irgendwo versteckt. Die Irene Kaltenschläger war Inhaberin von der Dauphana-Dex. Habt ihr das gewusst? Ist das nicht die Wintersportbekleidung? Ja, genau.
Zentrale ist in Kufstein. Und? Ist er schon vernehmungsfähig? Er ist ziemlich fertig. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Herr Kaltenschläger. Kofler, mein Name. Soko Kitzbüß, mein Kollege der Herr Reuter. Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Bitte. Wann genau haben Sie Ihre Frau gefunden? Um eins. Vielleicht 10 Minuten später. Ich weiß nicht. Ich habe doch sofort angerufen. Haben Sie am Tatort irgendetwas verändert? Nein. Ich kann sie ja kaum anschauen. Wer macht denn sowas? Ein Einbrecher? Wir gehen nicht davon aus, dass es ein Einbrecher war. Warum? Weil überhaupt nichts darauf hindeutet. Keine Spur. Viel wahrscheinlicher ist es, dass Ihre Frau den Täter selbst hereingelassen hat. Das wiederum würde bedeuten, dass sie ihn gekannt hat. Und wer soll das gewesen sein? Besitzen Sie eine Waffe? Oder Ihre Frau? Nein. Was ist mit Ihrem Alibi? Ich war im Golfclub.